Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ihr seht schon, wir sind bei Minmus. Ich glaube nicht persönlich mittlerweile, dass wenn ich hier auf Periapsis vorspulen drücke, dass es dann Fehler gibt irgendwie. Dass es allgemeiner Bug ist oder sowas, weil ich hatte schon Vanilla auch mal früher. Und ja, wir sind jetzt auf jeden Fall bei Minmus, werden jetzt dann unseren Orbit-Burn machen, unseren Fang-Burn. Und uns dann vorbereiten auf die Landung, schauen, dass wir eine gute dass die Landefläche passt und. Und dann langsam den ganzen Flug hier anpassen. Nein, ich drücke jetzt sicher nicht da drauf, ich hasse es. So, wir spulen jetzt vor. Ah genau, Antennen sind keine verbaut, aber wie gesagt, das Ding muss ja eh eigentlich angesteckt werden. Von daher hat es ja eigentlich seinen eigenen Grund hier. Gut, ich würde sagen 3, 2, 1, Burn. Burn, Baby, Burn. Da haben wir noch 1400 im S rein, theoretisch hier drin. Das ist der Wahnsinn. Wir müssen schauen, dass wir diesmal vielleicht sogar flacher anfliegen. Wir schauen, dass wir einen guten Orbit dauernd drüber kriegen und dann relativ flach fliegen und dann direkt auf Null runter oder sowas. So meine Idee auf jeden Fall. Bedeutet, ich werde heute auch wieder sehr tief gehen. Dann auf die andere Seite natürlich wechseln. Vorteil ist, wir sind mannoperiert, bedeutet, wir sind nicht unbedingt auf die Netzwerkverbindung hier angesprochen. Aber wie gesagt, wenn das hier wirklich eine Operationsbase wird, wird hier außen drum ein größeres globales Netzwerk gebaut. Das muss natürlich dann auch erst designt werden. So, jetzt dreh dich mal um, kleines Ding, du. Unter, ober dir. Wo ist denn jetzt? Da ist Minmus. Sehr dunkel gerade noch. Ah, die Rakete ist bald bereit, um hier den Anflug zu machen. Mit denen können wir uns dann schön andocken. Und eine Verbindung herstellen. Dann sollte hoffentlich die Station fürs Erste gut gewappnet sein. Aber wie gesagt, es soll ja eigentlich eine Test-Rig sein und kein full-blown Mega-Operation jetzt gerade, weil die Tanks und alles kommen dann erst, wenn wir wirklich confirmen können, dass das System so klappt, wie wir das brauchen. Wir gehen sogar noch tiefer, wir gehen diesmal auf 15 bis 10. Perfekt, so. Wir können gleich mal hier die Operation, warte mal, nee, machen wir gleich auf der anderen Seite, hier drüben. Add Maneuver und wir richten uns erstmal aus. So. Richten uns mal ungefähr so aus, das sollte gleich gut passen. Und wir werden auch gleich den Orbit nochmal anpassen. Zack. Runter reduzieren, nicht komplett weg, das wäre blöd. 9000, ein bisschen mehr vielleicht. Okay, passt, perfekt. Kann ich doch jetzt bestimmt das da schließen einfach, oder? Ja, perfekt. Und dann habe ich nur durch diesen Point, das ist schon mal vorteilhaft. Mir geht es auf den Nerv, wenn es sich immer wieder anpasst, das ist Katastrophe. Also wenn es immer offen bleibt, das ist... Oh, Bug vom Mod, glaube ich noch. Naja, der ist schon praktisch, der Mod, das muss man ihm schon lassen. Er hat schon seine Vorteile. Hier, vorspulen. Seit langem die erste Mondmission wieder mit Personal. Das müsst ihr auch geben. Wir sind das erste Mal seit langem wieder mit Personal auf Minmus. Auch wenn es eher eine Dummheitsmission ist, weil ich was vergessen habe, aber... Egal. Dann müssen wir warten, bis der Punkt hier zum Vorschein kommt. Dann fliegen und landen wir drüber. Und dann sollte das, glaube ich, alles passen. Vorteil ist, wir kommen diesmal von einer anderen Richtung. Das ist ganz praktisch eigentlich.
Da können wir besser auf jeden Fall die ganzen Pläne machen, weil wir mitfliegen mit dem Orbit von Minmus. Schon eine 19-Tage-Mission. Also auch nicht die kürzeste Mission bis jetzt. So. Da ist ja gesperrt Steuerung gespielt. Warum ist jetzt die Steuerung gespielt? Leute, jetzt geht's wieder. Okay. Haben wir hier bestimmte Sachen schon gemacht? Wir müssen jetzt mal gucken, was wir zum Beispiel noch nicht gemacht haben. Wir machen mal mit dem Wissenschaftler ein EVA. Haben wir auch schon gemacht. Okay. Bedeutet, wir können hier wieder drauf reingehen. Hab erwartet, wir hätten es vielleicht nicht gemacht. Okay, dann sind die Bereiche eh relativ abgeknickt. Das heißt, es ist eher noch den mal runterkriegen von 24.000 auf 9. Rax Kamper V1 Reaction Wheel. Was ist Rax Kamper 01? Rax Kamper 01. Mäßige Strahlung ausgesetzt. Ja, wieso? Ja, okay, das geht eigentlich nicht. Ja, wir sind auch schon eine Strahlung ausgesetzt. Rax Kamper 01. Ist um den Mann rum, okay? Dann tun wir die Out of Service mal stellen, die ganzen Sachen, die viel Funktion haben. Würde ich mal sagen. Das Problem ist, ich will jetzt nicht auf der dunklen Seite landen. Mit dem allein, mit dem Grafikmod wird das zu einer dezenten Gefährlichkeit, wenn wir nicht sehen, wo wir genau sind. Und ich sehe jetzt schon, wir werden so viel noch adjusten müssen. Die einfachste Position haben wir uns dann nicht ausgesucht. Wie viel Zündung hat denn das Triebwerk noch? Ja, darf ich nicht sehen, oder was? Im Kartenmodus. Oh, das ist wieder... Warum nicht? So. Und jetzt spulen wir mal vor, würde ich sagen, oder? Wir müssen einmal warten, bis auf Minmus eine Nacht vergangen ist. Hier, Erdmanöver und dann können wir direkt runterfliegen. Das sollte passen. Hier vorspulen. Weil er bewegt sich noch einiges, aber es ist ein bisschen flacher designen, dann sollten wir uns das anpassen können, notfalls. Ich will nicht schauen, dass ich relativ spät diesmal auch bremse und dann alles anpasse. Es wird eine große Diskussion geführt, wie man die Landungsmission macht, wahrscheinlich. Weil man sich natürlich nicht irgendwo in der Mitte einen Landespot nehmen könnte. Nein, ich habe da unten was ausgewählt. Ich hätte auch da bauen können, rein theoretisch. Wäre auch um einiges einfacher gewesen. Aber hey, wir machen es nicht so einfach. Ist ja langweilig. Hier vorspulen. Ist ja nur 1 Sekunden-Burn. So. Mal kurz die Position von sich anpassen. So, okay. Flugbahn ist ausgerichtet. Da ist Le Planetos. Und da unten steht irgendwo unser kleiner Freund. Gegen die Flugbahn ausrichten. Head-Manöver. Wenn ich jetzt sage, ich will nach unten und runter, nicht so weit. Wenn man den Flugplan mit einberechnet... Dann ungefähr so.
Edmund war hier. So, okay. Ein paar Sekunden beginnt der Burn. Und wir werden mittendrin auf jeden Fall die Stage mal kurz abdocken dann. Jetzt schon geil, ich habe schon wieder Eigenschaften geändert vom Flug. Oh, nee. So, okay, ihr seid. Okay. Detaching. Andere Triebwerke. Die haben nicht die Schubkraft, die wir bräuchten. Fuck. Bitte funktioniert trotzdem. Komm schon, du musst funktionieren. Was? Halt, stopp. Nein, 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 nein. Das ist nicht die Flugbahn. Ich. Warum? Hä? Was passiert hier schon wieder? Ich hab doch genau was an. Hab ich nie was anderes eingestellt? So. Jetzt muss ich hoffentlich noch nach da. Nope, andere Richtung. Man sieht es halt auch gerade so kacke. Das ist. Ah, Mann, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Flugbahn hier, das raus. Scheiße, steige ich gerade oder sinke ich? Ich verlege schon. Okay. Perfekt. Jetzt können wir uns gegengleich drehen. Eieiei. Katastrophe. Oberfläche natürlich jetzt halt anpassen. Fahren wir mal die Beine aus. Schaut von der Flugbahn aus. Wir schauen relativ straight on bei dem Teil zu landen. Kann ich mir das als Ziel setzen? Dann sehe ich das dann auf der Karte bitte auch. Jetzt hängt sie es auf. ...1700 Meter. Wo ist das Teil denn? Leute, da drüben ist es. So weit weg sind wir echt nicht gelandet, lol. So. Oh,
Man sieht halt auch nichts. Ich bräuchte so einen Zoom-Modus bei der Karte. Warte mal, ich habe doch unsere Minikarte jetzt. Komm schon. Man erkennt es an der Signatur hier, sieht man voll, dass das eindeutig das Teil ist. Das ist nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist natürlich jetzt noch Low Gravity, das macht es nicht wirklich einfacher. Okay, jetzt müssen wir bloß die Rakete bei einem Hüpfer noch einmal drehen. Okay, geschafft. Schon mal vorteilhaft. Hui. So. Jetzt können die Solarmodule schon mal ausgefahren werden, die wir nicht über der Klappe haben. Und dann steigen wir schnell mit unserem Techniker hier aus.
Hä? Was passiert hier? Ich kann schweben. Grab Connector. Attach Connector, perfekt. Da ist der Eingang. Das sieht man jetzt schon mal gar nicht bei den Dunkelheiten hier. Holla, die Waldfee. An Bord gehen. Jetzt machen wir erstmal den ersten Test gleich. Erstmal die erste Testbohrung. Bohrer einsetzen. Aber sonst kommt er nicht zum Boden. Das wäre lustig. Kein Boden. Oh, fuck. Jetzt hat er Bodenkontakt. Water Extraction läuft. Wo läuft der Punkt denn jetzt ins Wasser hin? Hier geht's Wasser hin. Das ist jetzt natürlich nicht die perfekte Grundlage zum Bohren, aber hey. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir darauf in der Zukunft mehr achten müssen. Aber die Water Extraction läuft schon mal. Wir können jetzt alles vollpumpen mit Wasser hier. Perfekt. Sonnenproduktion wurde auch nochmal erhöht. Wie viel Wasser haben wir jetzt hier drin? 0,17. Ja, ist immerhin etwas, was reinkommt, ne? Ich weiß nicht, ob er die anderen Tanks auch gleichzeitig mit auffüllt. Schau doch mal hier oben bei Wasser hier. Ich glaube, das steigt jetzt nur bei dem einen aktuell an. Aber es ist etwas. Und damit würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und in der nächsten Folge fliegen wir dann mit unseren drei Kerbals wieder zurück zu Kerbin. Also, bis dann. Ciao.